Mahlzeit, ich bin's, euer Tigger, und es ist mal wieder Zeit für einen Albumcheck. Diesmal gibt es die Band Sabbatrus mit ihrem Laissez-faire Lucifer. Laissez-faire Lucifer, lass es sein, Lucifer. Passt in die Reihe der letzten Alben rein, aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Bevor wir in das gute Teil reinhören, schauen wir uns wie immer mal an. Vorne ein Ziegenkopf. Hat ein bisschen was von Pick of Destiny. Von Pick of Destiny von Tenacious D. Genau. Ja, von hinten. Die Tracks und Credits. Da komme ich aber auch gleich noch drauf zu sprechen. Dann klappt mir das Teil mal auf. Da steht die, da ist tatsächlich drauf die Diskografie der Band. Wie das Ganze dann zusammenpasst, werde ich gleich nochmal vorlesen. Dann hier auch nochmal Sabbatrus, da die CD. Die CD halte ich euch da gerade mal so rein in die Kamera. Und hinter der CD sieht das folgendermaßen aus. Ein, oh, da müsste ich jetzt zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ist Oktagramm, nein, nicht Oktagramm, was ist 9? Helft mir gerade mal auf die Sprünge, das ist doch dieses berühmte Slipknot Pentagramm, ich habe keine Ahnung. Ein Heftchen, da schauen wir gerade mal rein. Ganz in schwarz gehalten, Sabbatrus, Laissez-faire Lucifer, Bandfoto, Texte und die Bilder, die da hinten so eingekreist waren in dem Pentagramm, Oktagramm, ich habe keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Noch mehr davon. Und hinten nochmal die Diskografie der Band. Komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber was bringt das denn, nur über dieses Teil zu reden? Da müssen wir auch mal reinhören. Erste Lied, Debüt Diable. 23 Sekunden, ich nehme an, das ist bloß ein Intro von 23 Sekunden. Da quatschen wir mal ein bisschen drüber, bis das nächste Lied anfängt. Das nächste Lied ist Distinctive. Das ist quasi das erste Lied und ja, spule ich direkt mal rein. Distinctive, erste Lied. Geht auch direkt gut hart zur Sache. Macht Spaß. 5 Minuten 37. Und gut, dass das Intro abgekoppelt ist. Sehr geil. Weil Intros direkt am Anfang, die immer nicht abgekoppelt sind, muss nicht sein. Kann man die überspringen, wenn man die CD, die Sachen im Player hat oder in der Playlist. Finde ich immer gut so. Ja. Neulich auch erst live gesehen auf dem Blood Turbo Bandabend. Nee, gar nicht, war auf dem Escalade Festival Blood Turbo. Das macht Spaß, sowas. Ich kenne die Band ja schon was länger. Ich hatte sie ja schon mal vorgestellt. Da war das aber das Album, ich muss gerade mal schauen. Da war es das Album Psychosis, hatte ich euch ja vorgestellt. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Ja, ich spule jetzt mal ein bisschen vor. Wir sind jetzt bei einer Minute 10. Jetzt sind wir bei knapp 3 Minuten. Bisher gefällt es mir sehr gut. Erstes Lied. machen Thrash, Groove, Metal. Finde ich, gefällt mir durchweg ganz gut. Aber da machen wir jetzt auch mal Pause. Weil die Lieder sind echt lang, zum Teil, also für die Art der Musik sind die Lieder lang. Und das nächste Lied ist Dizzy Gothic Twins. Ich habe keine Ahnung, wie man dieses... Heißt das Dizzy Gothic Twins? Oder wird das Wort anders ausgesprochen? Nie Dizzy Gothic, keine Ahnung, was das heißt. Ich sollte mich mehr mit der englischen Sprache beschäftigen. Ich spule mal ein bisschen vor. Ich bin bei einer halben Minute angekommen und
Ach. Gefällt mir sehr gut. Ich würde schon sagen, Pause. Ah, ich mag ja so die aggressive Stimme. Das ist so. Und auf Deutsch gesungen. Hier ist der Text. Also mit dem deutschen Lied hätte ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Also ich würde jetzt komplett durchhören gerne, aber noch viel mehr, ihr müsst ja auch einen Grund haben, euch das anzuhören. Link, wie gesagt, unten in der Infobox von den von Cyber Truth. Ja, aber bevor ich jetzt hier weitermache mit den ganzen Erzählereien hier zu den Liedern, stelle ich euch mal die Band vor. Wo ist das Bandfoto? Hier, wir haben einmal den Thorsten am Gesang, die Jules am Bass, der Thorsten spielt auch Gitarre, der ist nicht nur am Gesang, der spielt die Jules am Bass, den Paul an den Drums und den Aaron an der Leadgitarre. Ja, habe ich auch richtig rumgezeigt, oder? Ja, da muss ich gerade auf achten, wegen auch richtig rumgezeigt, weil links, rechts, ne, ist. Ja, ihr kennt das ja, wenn man so. Die Band hat sich gegründet. Warte, muss ich gerade mal hier nachgucken. Die Band hat sich gegründet 2007 in Bonn bzw. in Siegburg. Kommt hier noch rein, Westfalen aus der Ecke und also sind in Bonn gegründet, aber jetzt in Siegburg niedergelassen. Und das Ganze ist über Taktart erschienen. Taktart ist auch, da hängt der Thorsten mit drin. Ich glaube, das ist von dem, bin ich mir gerade aber nicht sicher, so hundertprozentig. Auf jeden Fall hängt der da mit drin. Und jedenfalls, ohne weiter zu reden, nächste Lied. Das nächste Lied ist Imperfection. Hier auch der Text dazu. Aber wieder auf Engländerisch. So Musik macht doch Spaß, oder? Macht's euch keinen Spaß? Schreibt es unten in die Kommentare. Sind jetzt übrigens auch mit dem Album auf Tour. Tourdaten bei denen natürlich auf der Homepage oder überall anders. Insta, Facebook, werdet ihr schon finden. Ah, so Musik gefällt mir. Nicht ganz auf Englisch, auch auf Deutsch. Nichts ist perfekt. Nichts ist perfekt. Da kennen die mich noch nicht. Doch, sie kennen mich schon. Ah, fuck. Sie kennen mich. Nichts ist perfekt. Das nächste Lied ist hier wieder in klein drauf. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es bloß ein Zwischenstück, ein Skit ist, ein irgendwas zum Überbrücken der Zeit. Entre les Chansons, Part 1. Entre les Chansons. Ich spule da mal vor. Ich spule weiter vor. Okay, das war nur ein Zwischenstück. Kommt zum nächsten Lied. DNA. DNA. 5 Minuten 55. Geiler Anfang. Kopfschüttelbar. Es macht einfach nur Spaß. Cyber Truth sind eine geile Band, die einfach nur Spaß machen, die auch sehr sympathisch sind.
super sympathische Jungs und Mädels und auf jeden Fall, wenn ihr sie trefft, einfach mal hingehen, einfach mal anquatschen, super lieb, super nett und die Musik einfach geil. Und ich hoffe, dass ich sie beim nächsten Mal auch ein bisschen besser mitbekomme, weil ich war beim Blattrubo Bandabend ein bisschen arg betrunken. Hätte nicht sein müssen. Aber selbst schuld. Hab zum Glück Videos gemacht, wo die Speicherkarte aber auch etwas defekt ist. Also alles in allem ein Abend, der für mich doof gelaufen ist. Aber egal. Abgehakt. Aber dafür geile Musik. Ja, DNA. Macht, das ist so, so Musik, kann ich den ganzen Tag hören. Das ist mal abgesehen von Black Metal so die Musik, die ich auch so einfach harter, aggressiver Metal, da stehe ich drauf. Kann man immer gut laufen lassen, nicht zu slow, nicht zu langsam, nicht zu durcheinander. Ja. Und kommen wir mal auf die Alben der Band zu sprechen. Deswegen, hier steht auch was. Wie das Ganze zusammenpasst, habe ich ja eben gesagt. Das erste Album 2008 ist Riven, zerrissen. Das zweite Album von 2009 bis 2011, jetzt muss ich hier aber gerade mal gucken, was im Internet steht, weil hier steht das so ein bisschen Outer Hell, aus der Hölle von 2010 steht hier im Internet. Ja, dann kam New Slavery World, durch die versklavte Welt. Ja, zuerst zerrissen, dann aus der Hölle, dann in die versklavte Welt, dann ins Irrenhaus gekommen, Locust Lieutenant Asylum 2017. Dann erschien, ne, wenn man aus dem Irrenhaus kommt, ist man psychotisiert, ist man unter einer Psychose, Psychosis, am tiefsten Punkt angelangt, die Psychose, Psychosis. Und nun der Schrei nach Heilung, Lucifer, lass es sein, Lucifer. Also finde ich sehr geil, wie das hier steht. So muss das sein, wenn eine Band so auch ein bisschen ein Konzept damit reinbringt und das Ganze, selbst wenn es nicht als Konzept gedacht ist, so auf jeden Fall als solches zeigt, dass es doch passt. Und das finde ich cool, dass die das so machen und deswegen Daumen hoch dafür. Und wir hören das nächste Lied in die Planted Brains, in die eingepflanzten Gehirne. Oder in die Pflanzengehirne. Nee, ich glaube in die eingepflanzten Gehirne. 7 Minuten 35 längste Lied auf dem Album. Hat einen langen Opener, ich spule mal ein bisschen vor. Bin ich jetzt bei 55 Sekunden angelangt. Ich habe den Anfang ein bisschen übersprungen. Auch wieder gut kopfschüttelbar. Die Band werde ich mir demnächst mal angucken und dabei nichts trinken. Nüchtern sein ist eh meine Devise für die Zukunft, weil aufgrund der Medikamente, die ich nehme, muss ich mit dem Alkohol ein bisschen aufpassen. Habe ich gemerkt. Na, ist wieder hier so ein bisschen. Das gefällt mir jetzt nicht mit dem langsamen Part, also mit dem ruhigen Part. Aber. Spuren wir mal ein bisschen vor. Knallt doch wieder rein, da geht das wieder. Da wird es wieder aggressiv. Nur das wird nicht mein Lieblingslied. Das ist halt ein bisschen zu ruhig. Also diese erste Strophe. Hören wir in die zweite Strophe rein. Ist auch wieder was. Ah, das wird nicht mein Lieblingslied, da bin ich ehrlich. Planted Brains ist so. Dafür sind die Geschmäcker zum Glück verschieden. Und aber live geil, weil da kann sich die Band ein bisschen ausruhen, da muss man nicht immer voll Power geben. Entschuldigung. Ja. Hören wir mal ins nächste Lied rein, Rebirth, und ich hoffe, dass es da wieder hart wird.
Oder zumindest nicht so ein Auf und Ab. Reverse mit 4 Minuten 17. Klingt so ein bisschen orientalisch. Ich spule mal so ein bisschen vor. Ein guter Aufbau bisher. Auch wenn ich zum Teil natürlich was übersprungen habe. Ich spule noch ein bisschen vor. Ah, sowas will ich hören, das ist geil. So macht das Spaß. Aggressiv, gut nach vorne, gut hart. Ich find's auch so geil, wie wieder alles zusammenpasst bei den Gitarren, Bass, Schlagzeug, Gesang. Alles da auch mehrstimmig. Es macht einfach nur Spaß, den zuzuhören. Da merkt man, da steckt so eine gewisse Perfektion dahinter. Der Thorsten ist jetzt seine erste Band, der war vorher schon bei der einen oder anderen Band unterwegs. Da merkt man die Erfahrung, die er hat. Und wenn er auch beim sich die Alben dann abmischt und das ist, da merkt man, was Erfahrung einer Band gut tut. Ja, ich bin bisher sehr begeistert. Mal abgesehen hier von Planted Brains, bisher auch kein Lied dabei, was ich so überspringen würde. Natürlich, das Intro zählt nicht. Und die diese Zwischenstücke, die zählen ja nicht. Aber von den Liedern war bisher Planted Brains das Einzige, was ich überspringen würde. Ich meine, bei 12 Tracks 3 davon abziehen, weil es halt Zwischenstücke sind und dann bleiben 9 über. Bei 9 bisher ein Lied, was mir jetzt nicht so gefällt. Gutes Album, muss ich sagen. Hören wir mal ins nächste Lied rein. Hope, Enjoy, Death. 4 Minuten 11 ist Lied Nummer 9, wenn ich jetzt auf Play hier endlich mal drücken kann. Irgendwie die ganze Zeit daneben. Ja. Ich hab da nochmal die Band. Aber wieder auf Deutsch. Gefällt mir. Das ist wieder so ein bisschen gut aggressiv. Ja, wie findet ihr die Band? Schreibt es mir unten in die Kommentare rein, damit ich auch ein bisschen weiß, wie es rüberkommt. Vor allem, ich mag den Mix aus Englisch und Deutsch da sehr. Ich finde, es passt sehr gut. Ja. Machen wir da auch mal Pause und während das nächste Lied, das ist wieder so ein Zwischending, so entre les chansons, Part 2, kann ich ein bisschen quatschen. Ja, ich hoffe wirklich, dass ich die Band demnächst nochmal live sehen werde. Ja gut, sie kommen aus Nordrhein-Westfalen. Ich muss sie vorspulen, der Sound ist mir so. Kommen ja aus Nordrhein-Westfalen und spielen hier ja in der Gegend öfters mal. Sind ja auch schon das eine oder andere Mal hier, machen ja viel mit dem Dings zusammen, mit dem Otto von Blood Turbo und spielen ja auch Siegburg, die kannte wahrscheinlich das eine oder andere Mal noch und ich hoffe, Sabbath Truth werde ich noch das eine oder andere Mal live sehen können und auch mal nüchtern, wenn ich da bin, vor die Kamera bekommen und ja, dann mache ich über das Nüchtern bleiben und sein, mache ich demnächst nochmal ein Video drüber, weil mein Gesundheitszustand hat sich doch ein bisschen verschlechtert. Egal, ich hatte ja mal einen schweren Unfall gehabt. Kommt demnächst noch was zu. Aber das vorletzte Lied, Limbus. Hören wir mal rein. Mit 6 Minuten 3, das zweitlängste Lied. Guter, harter Anfang. Ich mag die Trommel bei denen, dieses... Das hat nicht nur das ganz normale Schlagzeugspiel, sondern Trommeln machen da... Bei denen immer schon ein bisschen mehr, das finde ich super geil. Also,
klingt. Das war jetzt irgendwie doof gesagt. Halt. Nicht nur Standard-Rhythmus spielen, sondern wirklich auch super Highlights setzen, das mal. Also, ihr wisst, was ich meine. Ich spule ein bisschen vor. Ach. Gefällt mir. Das klingt so düster. Das könnte auch so auf jeder Gothic-Party laufen, das jetzt. Gefällt mir richtig geil und ha, was bleibt mir da noch zu sagen, außer gönnt euch Cybertruth, links unten in der Infobox, schaut rein, stellt euch alles mögliche von denen, kauft die CDs, geht auf Konzerte, kauft Merch und lasst den Likes da, genau wie mir natürlich auch, das würde mich auch sehr drüber freuen. Ja, das war Limbus. Ja, bevor wir jetzt zum letzten Lied kommen, ne, wenn ihr auch eine Band seid und auch so einen Albumcheck haben wollt, wo ich in die CD reinhöre, sage, wie ich sie finde, sage, was ich damit verbinde und das Ganze nicht irgendwie auf einer wissenschaftlichen Ebene betrachte, sondern wirklich nur meinen Scheiß dazu sage, wie ich das ganze Teil finde und das ist geil. Bisher bloß ein Lied, was mir nicht ganz so gefallen hat mit Planted Brains, aber alle anderen Lieder durchweg gut. Ich werde jetzt mal die Intros und Zwischenstücke überspringen. Also, das Distinctive, gut. Dizzy Gothic Twins, geil. Imperfection, gut. DNA, gut. Planted Brains, Rebirth, geil. Hope, Enjoy, Death, geil. Limbus, gerade, mega. Und jetzt kommen wir zum letzten Lied, ne? Aber wenn ihr auch eine Band seid, schreibt mich an, ne? Wenn ihr auch so ein Albumcheck haben wollt. Links unten in der Beschreibung, ich mach Metal, ich mach Rock, ich mach Mittelalter, ich mach Folk, handgemachte Musik halt so, ne? Schreibt mich einfach an, jetzt kommen wir zum letzten Lied, Taste Unplugged. Taste, der Geschmack, oder die Taste, bin ich mir grad nicht sicher. Die Taste, die nicht gedrückt ist. Uiuiui. 5 Minuten. Klingt so ein bisschen nach 80er Jahre. Akustik-Rock. Gefällt mir. Ich spule mal ein bisschen vor. Oh. Okay, bin jetzt bei 2 Minuten 18 auf einmal angekommen. Klang genauso wie da. Gefällt mir auch. Obwohl ich bin eigentlich nicht so der Akustikfreund, auch nicht so der ruhige Musikfreund, aber so für zwischendurch ist das gut. Ich spule jetzt mal zum Schluss. Hören wir mal, wie die CD aufhört. Erinnert mich ein bisschen. Natürlich nicht von der Stimme her, aber von der Melodie her und von der Gitarrenführung und halt dem Gesang, nicht von der Stimme, aber von der Art her, also ein bisschen an das John Bon Jovi Blaze of Glory Zeit, dieses Solo-Album von dem. Falls ihr es kennt, hört euch unbedingt mal an, sehr geil. Da ist das Album zu Ende. Cybertruth, Laissez-faire Lucifer, ein sehr geiles Album. Definitiv kann man gut durchhören. Ich würde, wie gesagt, wenn ich es im Player habe, 4 Lieder rauspacken. Also das Intro, die beiden Zwischenstücke und das Planted Brains. Aber ansonsten kann man das Album so gut, wenn man Besuch hat, gut durchhören. Das ist ein Album, was auch für den Hintergrund geil ist. Das ist auch ein Album, was man zum Feiern laufen lassen kann, zum Trinken. Kann ich auch wirklich in der Kneipe laufen lassen, wenn ich eine Kneipe hätte. So. Weil kann man hören, kann man gut hören. Macht Spaß sowas und Sabbathruth Live, auch eine Band, die ihr euch definitiv gönnen müsst und wenn ihr die Möglichkeit habt, euch Sabbathruth Live zu gönnen, macht das. Gönnt euch die CDs, machen Spaß alle. Die Links findet ihr natürlich unten in der Infobox zu allen möglichen Seiten von denen. Ja, was bleibt mir sonst noch zu sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir natürlich gerne ein Like lassen. Schaut euch hier noch andere Videos an, würde mich sehr freuen. Ihr könnt das Ganze gerne abonnieren, das wäre mir eine Ehre. Und bis dahin würde ich nur sagen, macht's gut und haut rein!